Ja, da kommt der Greif. Ich wollte gerade ansetzen zu das Wasser, aber jetzt kommt der Greif. Und ist sauber. Ja. Der bringt uns jetzt wohl zurück oder so. Ja, nochmal an den ganzen Begebenheiten vorbei. Diesen wunderschönen Hinter Schloss mit dem Bigfoot, der unsichtbar ist. Die Wale, die Schildkröten, die kleinen. Dieses komische Schloss mit dem riesigen Typen, der den Greif gefangen halten konnte. Der Typ, der sich hängen wollte. Wo wir über links geklettert sind, die Wölfe. Und der tiefe Wasserfall. Nur Spaß, oder? Und über das ferne Wasser. Woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Hinüber zu unserem Vater, um denen das Wasser zu geben, weswegen wir losgegangen sind. Das Spiel hat gerade gespeichert. Ich bin gespannt. Wo wir jetzt gerade gelandet sind. Das Haus ist leuchtet. Und ich bringe jetzt die Medizin zu. Nur noch mit einem Controller, den linken Daumen kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen. Achso, hier muss ich klettern. Hier lang am Felsen vorbei. Los, mein Sohn, du schaffst das. Warum hast du Angst vor Wasser? Du kannst das, du schaffst das, du bist ein guter. Du hast bis hierhin überlebt und die ganze Strecke. Los, nur dieses kleine Stückchen schwimmen. Na komm, schön. Ata.
Aha. Mit dem linken kann ich jetzt anscheinend schwimmen. Okay. Das ist jetzt der Geist von meinem Bruder in mich gefahren. Jetzt kann ich auch den großen Hebel bewegen, oder was? Okay. Okay, mit der linken Taste ersetze ich anscheinend den Bruder. Hi! Ati! Ati! Daba! Abi! Wir haben ihn, wir haben ihn! Henno, Henno! Gerade noch rechtzeitig. Wo ist dein Bruder? Naja, sprechen wir nicht drüber. Ja, am nächsten Tag. Sitzt er wieder am Wasser und denkt an seine Mutter. Nehme ich mal an. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier was machen? Und dem Steinchaufen? Nö. Doch. Okay, Steine fletschen, wie das so schön hieß bei uns. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es hieß so. Also. Hoch zur Hütte. Lümmeltüte, hoch zur Hütte. Und mal gucken, was da jetzt auf mich wartet. Das sieht nicht so aus, wie es gerade aussieht. Das macht er nicht. Ja, die Hälfte ging verloren. Die beiden überleben. Ja.
Ja, das war Brothers, A Tale of Two Sons. Was ein bisschen trauriger ist, als ich es erwartet hätte. Ja. Aber es war doch eine schöne Reise. Von dem kleinen Hund, den wir ärgern durften, von dem Jungen, der uns geärgert hat, der von dem Hund verjagt wurde. Wir haben zwei liebende Trolle, was auch immer, zusammengebracht. Wir sind durch eine wunderbare Landschaft gefahren. Wir haben einen Selbstmörder gerettet. Wir sind durch viele hübsche Landschaften gegangen. Haben eine Frau befreit, die später zur Spinne wurde und unseren Bruder getötet hat. Wir haben den Greif kennengelernt, der uns zurückgebracht hat, beziehungsweise ich glaube, der Greif war dann auch tot und ein anderer Greif hat uns zurückgebracht. Wir haben den Baum erreicht, zu zweit. Und der kleine Bruder hat auch nochmal schwimmen gelernt, mit der Kraft seines Bruders, hat es geschafft, hohe Höhe zu klettern, was er sonst mit seinem Bruder geschafft hat. Einzig Blöde war, dass der Bruder halt gestorben ist. Und diese wunderbaren Menschen haben das Spiel programmiert. Nehme ich mal an. Ja, und sie danken der Freunde und der Familie für ihren Support. Ja, wie gesagt, ich fand die Steuerung sehr interessant. Mit dem linken Stick eigentlich nur die Bewegung, mit dem linken Knopf die Bewegung, die Aktion von dem großen Bruder. Mit dem rechten Stick und mit dem rechten Knopf die Aktion von der kleinen Bruder und ein bisschen Kamera drehen. Sehr einfache Steuerung, sehr kompliziert für mein Hirn. Und ja, das traurige Ende von dieser Geschichte, wo der Vater noch zusammenbricht. Was aber verständlich ist, wenn man Frau und den einen Sohn verloren hat. Da kommt das Marketing und alles. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt das bekannteste, aber ein Kollege von mir hat es mir empfohlen. Zumindest hat Steam mir ständig angezeigt, dass er mir das empfohlen hat. Und ja, es hat mir gefallen. Das Ende war natürlich ein bisschen zu traurig, aber trotzdem bereue ich es nicht, das Spiel gespielt zu haben. Und die Unreal Engine hat wieder ihre besten Dienste geleistet. Ja. Wobei das Spiel ja auch von Epic Games ist, die das erfunden haben. Auf jeden Fall danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die nächsten Spiele sind dann etwas fröhlicher am Ende. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Während die hier Logos noch durchlaufen, sage ich schon bis zum nächsten Mal. Ja, das war eine Reise.